Herzlich willkommen im Christian-Daniel-Rauch-Museum in Bad Arolsen. Wir begrüßen Sie herzlich zum Internationalen Museumstag 2020. Wir Museen sind für die Besucher da. Das ist ein wichtiger Grundsatz unserer Arbeit. Wir zeigen in unseren Häusern Originale, oftmals Unikate, also Dinge, die nur ein einziges Mal auf der Welt so existieren. Wir möchten sie einordnen, wir möchten sie veranschaulichen, wir möchten geschichtliche Hintergründe aufzeigen. Wir möchten den Museumsbesuch zu einem besonderen Erlebnis gestalten. Hier sehen Sie das Denkmal für Friedrich II., das von Christian Daniel Rauch geschaffen wurde. Es ist ein Modell und ist einzuordnen in den Entstehungsprozess dieses großartigen Denkmals, das Sie alle kennen. Es steht im Original unter den Linden in Berlin und ist von einem Bildhauer geschaffen, der hier in Bad Arolsen geboren wurde. Der Monat Mai, ein wichtiger Monat im Kalender der Museen, wo wir in der Regel den Internationalen Museumstag begehen, wo wir besondere Aktionen entwickeln und anbieten, spannende Führungen und exklusive Einblicke in den Museumsalltag. Wir auf uns aufmerksam machen und nun müssen auch wir Zurückhaltung üben, wie es im gesamten öffentlichen Leben im Moment geboten ist. Das Museum für alle, Museen für Vielfalt und Inklusion, das ist das Motto des diesjährigen Museumstages. Eines Aktionstages, der weltweit ausgetragen wird. In diesen Zeiten von Kontakteinschränkungen ist dies keine einfache Aufgabe für die Museen. Wir raten Ihnen, eine Wiedereröffnung im Vorfeld natürlich gut vorzubereiten und auch abzuwägen. So sehr wir uns alle wieder darauf freuen, für unser Publikum da zu sein, eine Wiedereröffnung ist mit Bedacht anzugehen. Im Vordergrund steht auch hier der Schutz vor Ansteckung sowohl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Museen, aber auch der Besucherinnen und Besucher. Da das Erlebnis vor Ort dieses Jahr zurückstehen muss, möchten wir die Besucher einladen, Museen digital zu entdecken. So können Ausstellungen mittels virtueller Rundgänge betrachtet werden, die Sammlungen kann man in Online-Plattformen durchstöbern oder in Videobeiträgen, Interviews, Lesungen und Vorführungen auch live miterleben. Es gibt Apps und Multimedia-Guides, Podcasts, Hörspiele und auch kreative Mitmachaktionen. Wir hatten geplant, den Internationalen Museumstag zusammen mit der Museumslandschaft Hessen-Kassel mit einer landesweiten Auftaktveranstaltung zu eröffnen. Leider wird uns das in diesem Jahr nicht möglich sein. Dennoch begleiten wir die Museen mit unserer Öffentlichkeitsarbeit, möchten natürlich auch auf die vielfältige Arbeit der Museen und die thematische Vielfalt aufmerksam machen. Dazu werden wir einige Angebote bereitstellen. Ganz wichtig ist es uns auch, auf die gesellschaftliche Rolle der Museen hinzuweisen, jetzt, wo sie erst langsam wieder öffnen können. In den nächsten Monaten möchten wir die Museen vor allen Dingen dabei unterstützen, ihre Sammlungen, ihre Aktionen, ihre Filme, die sie vielleicht schon gedreht haben, in den digitalen Raum zu bringen und darüber auf sich aufmerksam zu machen. Ein weiteres Anliegen ist für uns, die Museen zu unterstützen bei der digitalen Sammlungserschließung. Wir planen zudem ein Themenportal, welches sich mit Objekten befassen wird, die von Hessen in die Welt gegangen sind. Das ist eine große Chance, gerade auch für kleine Museen, auf ihre musealen Schätze aufmerksam zu machen und diese ins Netz zu stellen und dazu auch Geschichten und Kontexte zu liefern. Wir wünschen uns natürlich alle, dass unsere Museen wieder zu Orten des kulturellen Genusses, des unbeschwerten
kulturellen Genusses werden können. Aber auch wir müssen vorsichtig sein und wollen darin mitwirken, Infektionsrisiken zu verringern, zu minimieren. Wir möchten in dieser außergewöhnlichen Zeit Empathie und Solidarität gegenüber den Menschen zeigen, die besonders gefährdet sind. Die Zeit bis dahin lässt sich für die Museen beispielsweise überbrücken durch Blicke hinter die Kulissen oder spannende Objektgeschichten, die wir digital veröffentlichen oder auch über die lokale Presse. Wir hoffen, die Museen lassen sich nicht entmutigen und erleben vielleicht sogar ein neues Interesse an ihrer Arbeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute und möchten Sie einladen zum Museumsbesuch am Internationalen Museumstag. Schauen Sie einfach mal herein unter www.museumstag.de und ganz wichtig, bleiben Sie gesund.